eine neue Woche mit Liebezin. Tschüss. Letzte Woche haben wir euch doch erzählt, dass wir aufs Festival fahren. Und das ist ja auch bald schon soweit. Wir sind noch nicht ganz da, wie ihr seht. Aber wir testen gerade schon mal unsere Essentials. Denn wir haben ja ungefähr vor 2 Monaten schon mit Action zusammen an unserem Balkon gearbeitet. Und jetzt sind wir letzte Woche auch noch mal zu Action gefahren und haben geschaut, was die so an Festival-Ausstattung haben. Haben uns da so ein bisschen eingerichtet, euch mitgenommen. Und deswegen würde ich sagen, treffen wir uns gleich wieder. Wir haben übrigens so typisches Festivalwetter. Wir hatten Sonne, wir hatten gerade Regen. Also wie man es so kennt von dem Festival. Aber erstmal gehen wir einkaufen und dann treffen wir uns gleich wieder. Haben wir beim letzten Mal mitgenommen. Erinnert euch noch, als ich letztes Mal meinte, dass ich in Holland auch schon immer hier war? Das sind die Fahrradlichter, von denen ich gesprochen habe. Die hatte ich viele Jahre lang immer an meinem Fahrrad. 92 Cent. Taschenlampe, ein absolutes Festival-Must-Have. Gestern hat es so angefangen zu regnen. Ich dachte mir, hey, wir wollen noch über Festivals reden. Und okay, ihr habt recht. Wenn man es realistisch betrachtet, wäre es eigentlich das perfekte Wetter, bei Regen über Festivals zu reden. Aber gut, wir sind ja hier positiv unterwegs und ich dachte mir, es wäre vielleicht netter, wenn es draußen ein bisschen freundlicher ist. Kommen wir zu den Sachen, die wir gestern gekauft haben. Die habt ihr ja schon gesehen. Diesen wunderschönen Korb habe ich übrigens für mein Büro mitgenommen. Okay, ich beginne mal mit einer Sache, die man, glaube ich, eher auf dem Zeltplatz oder halt vorm Festivalgelände gebrauchen kann. Denn eigentlich egal, wo man hingeht, glaube ich, darf man mittlerweile keinerlei Becher oder so mehr mitnehmen, sondern nur noch so selbstgebastelte Orangensaft-Taschen oder so. Und hier steht schon drauf, wie ich den perfekten Margarita mache. Hashtag drink responsibly, natürlich nur, wenn ihr das Alter habt, um Alkohol zu trinken. Ein absolutes Must-Have, eine Powerbank. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, ich hatte ja damals auch eine Rosanne gekauft, die habe ich aber irgendwo mal liegen lassen. Deswegen brauchte ich eine neue. Davon haben wir damals auch in Panama welche gekauft, weil wir da auch, wo waren wir denn? Genau, haben wir eine Nachtwanderung gemacht. Was ich dann auch eigentlich ganz cool fand, das kann man sich natürlich so ums Zelt machen oder ich werde sie jetzt erstmal hier auf dem Balkon abends testen. Die sind halt solarbetrieben, das sind solche Fackeln. Also geplant als Wegweiser, aber jetzt natürlich auch im Sommer schön auf dem Balkon. Eine Abteilung mit Beauty-Produkten gibt es halt auch und ich meine, ich glaube, es gibt so die 2 Camps. Ich schminke mich gar nicht auf dem Festival oder ich schminke mich halt normal. Ich bin mal so. Aber auf jeden Fall brauche ich einen Spiegel, egal was passiert. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel keine Taschenlampe habe, kann ich halt nachts sehen, wenn ich mich abschminke oder wenn ich mich eincreme. Dann habe ich noch Deo Wipes mitgenommen. Dann habe ich noch eine Sheet Mask gefunden, die hat mich einfach prinzipiell interessiert. Mit Avocado und Kollagenextrakt. Auf jeden Fall sind das die geilsten Waffeln überhaupt. Und dann natürlich auch Lakritz. Und dann habe ich auch noch gefunden Gemüsechips. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, da ist auch rote Beete drin. Ja. Und für mich sind so Food- und Beauty-Sachen Essentials. Für meinen Freund 2 andere Dinge. I don't know. Werden wir ausprobieren. Ein Boomerang mit LED, okay? Noch eine Frisbee. Das zum Alleine spielen, das mit Partner. Und wenn man nicht die ganze Zeit Flunkyball spielen will, dann kann man eigentlich auch so ein Spiel mitnehmen. Mein Freund hat nämlich noch ein 2. Essential. Cheers. Und das alles hat uns 50 Euro gekostet. Kannst du nichts zu sagen. Unser Boomerang ist leider sofort im Baum gelandet. Jetzt probieren wir ihn zu retten. Aber er ist gut geflogen. Fast.
ohne Witz durchgeschwitzt. So viel Spaß gemacht. Wow. Oh mein Gott, das hat gerade an der Tür geklingelt. Ich freue mich. Auf diesen Moment habe ich 7 Jahre gewartet. No joke. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was soll ich machen? Und da habe ich auch voll Panik gehabt heute, also heute Morgen beim Duschen, weil ich dachte, nein, dann klingelt es an der Tür und dann bin ich nicht da und oh mein Gott. Und ich schwitze. Folgende Problematik. Und zwar Matcha Acai Bowl gemacht und habe da gerade ein schönes Foto von gemacht, weil, you know. Und jetzt ist dieses Paket da, deswegen. Ihr wisst, ich liebe Make-up und alles, ja? Aber ich liebe auch Technik. Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendeine Hintergrundstory erzählen muss, möchte, whatever. Mein Shot ist ruiniert. So. Oh, ich freue mich so. Ich wollte dich so lange haben. Ich finde, der Moment, an dem man sich nicht mehr über Dinge freut, dann hat man zu viel. Meine Meinung. Ich habe mir gekauft das neue 10,5 iPad Pro. Und natürlich den Apple Pen und alle Millionen Dongles, die man braucht. Oh Gott, mir ist so heiß, Freunde. Mir ist so heiß. Okay, also, kurze Backstory. Ich pack's dann nebenbei aus, oder? Ja, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ein Jahr nachdem ich angefangen habe zu studieren, kam das erste iPad raus. Und einige hatten sich das dann gekauft und ich war so, oh mein Gott. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch gar kein MacBook, glaube ich. Und ich weiß nicht, es hat mich einfach fasziniert. Mich hat Technik schon immer fasziniert. Aber gut, ihr wisst, ich bin Anhänger der Apple-Sekte und so weiter. Auf jeden Fall habe ich es mir damals nicht kaufen können und ich habe es halt immer angeschmachtet. Ich hatte aber nie so die Vision, wofür könnte ich das wirklich gebrauchen. Auf jeden Fall, die Jahre gingen so vorüber und jedes Mal dachte ich mir, als ein neues iPad rauskam, oh mein Gott. Oh, es ist so großartig, ich würde es so gerne haben, aber wofür benutze ich es? Es war immer jedes Jahr was Neues. Es ist zwar ganz nice, aber ich kaufe mir nichts, nur weil es nice ist, wisst ihr? Und nun, 7 Jahre später, als jetzt im Juni die WWDC, also Keynote von Apple war, die ich mir immer angucke, und sie dann dieses iPad announced haben, habe ich meinen Freund angeguckt und meinte, ich kaufe das jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber wenn du etwas 7 Jahre haben möchtest... Glorious! Ich habe 256 GB genommen. Passend zu meinem, keine Ahnung, was ist, iPhone und so, habe ich das Silberne genommen. Obwohl ich Space Grau auch mega schön finde. Wenn alles Space Grau wäre, so zum Beispiel wie die MacBooks, hätte ich mir das gekauft. Aber mit dem vorne schwarzen. Ja, I don't know, was soll ich euch da zeigen? Ich könnte euch ganz viel über das Produkt erzählen, weil ich habe so viel Research betrieben. Ich habe die letzten Tage nur YouTube-Videos geguckt, die sich mit diesem Produkt beschäftigt haben. Aber ein großer Punkt für mich ist zum Beispiel Digital Planning. Damit habe ich mich schon lange auseinandergesetzt. Ich hatte aber nie wirklich das Equipment, aber auch nie wirklich die Zeit, was witzig ist, weil ich damit meine Zeit besser organisieren möchte und meine Termine plane und I don't know, ich hab so gerade so viele Gedanken. Und wenn es da irgendeinen Apple-Hater da draußen gibt, der jetzt hier irgendwas in die Kommentare schreiben möchte, zügel dich, meine lieben Hater-Kollegen. Heute nicht. Morgen könnt ihr mich gerne wieder haten. Es ist so unfassbar leicht. Und was ich halt auch ganz oft gesehen habe, ist ja, dass ein 120-Hertz-Bildschirm zum allerersten Mal auf solch einem Apple-Device ist. Auch gesagt, okay, jetzt muss ich alle, nein, ich glaube, es kommt auch alles mit dem neuen iOS 11 Update. Okay, Leute, ich rede einfach nur wirres Zeug, ignoriert mich. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob euch sowas interessiert, also was ich dann da für Apps drauf mache. Vor allem halt auch, wie ich dort digitale Planer, A, für mein Business, B, privat, C, keine Ahnung, ich muss mich damit auseinandersetzen, wie ich das mache. Wenn euch das interessiert, sagt's mir gerne. Okay, Leute, ich spiele ein bisschen und melde mich dann gleich nochmal. Ah!
Okay, Yamina, ich muss ja den Pencil aktivieren. Oh mein Gott. Seht ihr, ich bin so aufgeregt. Ich mache das eben und dann sehen wir uns irgendwann wieder, denn mein Freund hat sich auch, das war alles nicht so geplant, aber er hat sich auch einen neuen Computer gekauft, auch wenn es kein Apple ist. Und der hat auch ein Tablet und Touchscreen und keine Ahnung was, und den wird er heute Abend unboxen. Also, it's wild. Okay, es ist um einiges später. Mein Freund hat sich diesen Song gewünscht für sein Unboxing. Dramatic. Ich muss leider so mal aufklappen, sonst seht ihr es ja vor mir. Hm? Wir waren vorhin beim CrossFit, haben den restlichen Tag gelebt, gegessen und jetzt ist es 23 Uhr und das zweite Unboxing des Tages. Ich möchte dazu anmerken, dass mein Freund, wie soll ich sagen, kein Apple-Boy ist. Ja, und dass du immer sehr lange brauchst, um technische Entscheidungen zu treffen. Dieses Produkt ist very long time coming. Darf ich es anfassen? Okay. Du musst es ja vergleichen. Da ist auch ein Tablet drauf, oder nicht? Es hat ein Tablet für Männer. Oh my wordy. Mein Tablet ist halt ein bisschen größer. Für alle Leute, die den PC nicht kennen, das ist ein HP. Genau, ein HP. Wir reden doch hier Deutsch. Spectre. Das Hauptfeature von diesem PC ist, dass man ihn halt komplett umklappen kann. Kann ihn also wie ein Tablet benutzen. Plus, der hat natürlich eine Kaby Lake i7 Chipkarte drin. Noch das ein oder andere Feature. Falls ihr nicht an Techie-Inhalten interessiert seid, tut es mir leid. Ist vielleicht nicht unbedingt euer Segment. Herr Doktor, mir ist die Kappe vom Apple-Pencil in der Nase hängen geblieben. Geh du mit deinem komischen Windows-PC spielen, lass mich mal alleine hier. Wir müssen dazu sagen, mein Freund hat nächste Woche Geburtstag. Kleines Geschenk an mich selbst, oder eigentlich ein großes Geschenk an mich selbst. Ich habe ja auch bald wieder Geburtstag. Okay, jetzt muss hier erstmal alles eingestellt werden. Be right back. Okay, seid ihr bereit für etwas nicht cleanes, glutenfreies, zuckerfreies, raw, whatever? The Chocolate Volcano. Leute, diesen Kuchen gibt es bei uns höchstens zweimal im Jahr, eigentlich eher immer nur einmal. Entweder zu meinem Geburtstag oder zu dem meines Freundes. Ich muss dazu sagen, der liegt erst 3 Tage zurück, ja? Also das ist jetzt nicht alles innerhalb von 24 Stunden gegessen. Okay, Sekunde. Okay, hi. Er nennt sich eigentlich Super Moist Chocolate Cake. Und er gehört auch so zerrupft, ne? Also unsere Version davon. Schön zum Verschenken ist er nicht. Den möchte man auch eigentlich nur alleine essen. Und ja, ich weiß, ich muss da 10x für zum CrossFit, um das abzutrainieren, aber ist okay. Es gibt Dinge, die es einem wert sind. Abgesehen davon hatten wir hatte mein Freund einen schönen, schönen Geburtstag. Wir haben uns entschieden, das nicht zu vloggen. Balance und so zu finden, ist aktuell ein großes Thema. Hier könnt ihr einige seiner Geschenke sehen. Und schaut mal, es hat ganz doll geregnet. Aber meinen Blumen geht es immer noch bestens. Was ich niemals wirklich gedacht hätte. Und am Wachsen und Gedeihen. Vor allem, Leute, Daryl. Unser Zitrusbaum. Wenn ihr The Walking Dead schaut, wisst ihr A natürlich, wer Daryl ist, und B haben wir ihn so genannt, weil er einfach ein Kämpfer ist. Er hatte schwere Zeiten, er hat nie aufgegeben. Und jetzt schaut euch ihn an. Ich bin wirklich jeden Tag einfach nur happy. Ich habe jetzt noch einige Sachen zu erledigen, denn für mich geht es am Donnerstag nach München. Darauf freue ich mich schon sehr, sehr, sehr. Also machen wir es so. Ich war übrigens auch noch nicht beim Friseur. Es muss unbedingt geschehen. Oder was sagt ihr? Es ist einfach eine Spur zu warm. Okay, neuer Versuch. Die Abendsituation ist da. Folgt mir super gerne auf Snapchat und Instagram. Dann seht ihr, was ich so treibe. Okay, Armwechsel. Auch nochmal danke an Action für die Zusammenarbeit. Wir fahren übrigens aufs Deichbrand-Festival. Einige hatten gefragt. Schreibt mir auch in die Kommentare, zu welchen Festivals ihr fahrt oder ob wir uns dort sehen. Würde mich sehr interessieren. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao.